Ich merke, dass einige hier sehr beharrlich hier ausharren im Regen, denen die Sache auch viel wichtiger ist, als ihre Haut hier im Trocken zu halten. So, das finde ich klasse. Mich verwundert es immer wieder, dass wir für solche Veranstaltungen, um ja etwas attraktiv zu sein für den Otto-Normalverbraucher, immer sowas wie eine Show bieten müssen. Klar, auf der einen Seite macht uns das Spaß, wenn wir uns in irgendeiner Weise in einer Show hingeben und da ein bisschen, sag ich mal, rocken. Aber andererseits ist es einfach schwer, mit Unterhaltung oder mit großem Augenmerk auf Unterhaltung die Leute zu mobilisieren, dass sie sich für die Sache mit einsetzen. Ich weiß nicht genau, wie man das in den Griff kriegen soll, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht genau, wie jeder Einzelne das sieht. Hört er den Redebeiträgen zu? Sind die wichtig genug, dass man zuhört und auch drüber nachdenkt? Oder wartet man nur ab, bis der nächste, keine Ahnung, Song oder nächste Brüller oder irgendwas kommt? Mich würde das ernsthaft mal interessieren, was Einzelne dazu zu sagen haben oder drüber denken. Ob es für sie uninteressant ist, wenn es nicht knallt und blinkt. Oder ja, das würde mich mal interessieren. Das wollte ich mal als offene Frage heute auf der Mahnwache einfach so in den Saarbrücker Raum schmeißen. Wir hätten als nächstes dann auch einen Redebeitrag vom Ralf. Und sind wir gespannt, freue ich mich drauf. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach hinten, damit der Laptop trocken bleibt. Oh, viel besser. So, hallo Saarbrücken. Ich habe schon ganz viel von Saarbrücken gehört, über die Saarbrücker Mahnwache. Auch ich komme gerade aus Trier, bin heute hier mit dem Fahrrad angereist und wollte mir unbedingt mal die Saarbrücker Mahnwache anschauen, wollte auch mal die Saarbrücker Orga kennenlernen. Und bis hierhin gefällt mir das schon sehr. Die Leute, die ich jetzt hier schon getroffen habe, schon kurze Gespräche geführt, einfach sehr, sehr herzlich. Da kann ich nur sagen, weiter so. Aufhören zu funktionieren, finde ich geil. Habe ich auch schon gemacht, mache ich eigentlich gerade die ganze Zeit. Ich habe vor eigentlich sehr, sehr langer Zeit aufgehört zu funktionieren. Ich habe auch lange Zeit noch Jobs gemacht und so weiter, aber ich glaube, das Aufhören zu funktionieren, das fängt, glaube ich, erstmal im Kopf an. Dass wir begreifen, dass wir aufhören müssen, nach den Denkmustern zu leben, die uns vorgegeben worden sind von der Gesellschaft. Er sagte das gerade auch in seiner Rede, dass wenn man die Gesellschaftsstrukturen kontrolliert, man kontrolliert ja auch gleichzeitig das Denken damit, dann hat man die Gesellschaft. Also glaube ich, wir müssen ausbrechen, einfach ausbrechen aus diesen Gedankenkonstrukten. Und da ich das nun vor einiger Zeit gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich schwinge mich auf mein Fahrrad, ich breche aus, ich hatte keine Lust mehr auf vier Wände, habe vor kurzem jetzt auch meine Wohnung aufgegeben und habe gesagt, ich reise jetzt einfach nur noch durch das Land. Alle Leute, die so schön systemtreu sind, die haben mir gesagt, bist du verrückt, das kannst du doch nicht machen, du brauchst eine Wohnung und was machst du denn im Winter? Und ich sag mir, wartet's mal ab. Ich habe inzwischen 3 Angebote, wo ich überwintern kann, von Norditalien, Südschweiz bis Trier. Ich kann überall unterkommen. Also es ist nicht so, dass, wenn man einfach mal sagt, nee, ich mache nicht mehr mit, dass man dann ins Bodenlose fällt. Ganz im Gegenteil, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich mal getragen werde. Und das von meinen Mitmenschen und nicht vom Staat. Den brauchen wir dazu nicht wirklich. Du siehst, dass es mir vor der Kamera rumspringt und laufst ans Auto. So, ein bisschen ausgebrochen bin ich nun geistigerweise und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren dabei und schreibe Texte. Ich bin ein Blogger. Meine Texte drehen sich in erster Linie halt um spirituelle Themen, weniger Religion, das ist auch ein Teil davon gewesen, aber zusätzlich auch politische Betrachtungen. Hin und wieder mache ich auch mal ein paar lustige Sachen, satirische Sachen, kriegt ihr heute aber nicht zu hören. Vielleicht ein andermal. Was mir immer auf der Seele gebrannt hat, ist ein Thema, das ist der Glaube. Vorhin wurde gesagt, es geht hier nicht um Religion. Dieser Text hier, den ich euch gleich vortragen werde, der geht auch nicht um Religion. Okay, fangen wir einfach mal an. Er ist jetzt vor kurzem in Trier entstanden, aus einer sehr inspirierten Laune heraus. Der Glaube. Islam, Christentum, Buddhismus, Kapitalismus. All dies sind Systeme des Glaubens. Und wenn wir es genau nehmen, sind auch die Mahnwachen etwas, das sehr viel mit dem Glauben zu tun hat.
Wir glauben an Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist unsere Motivation, unser gemeinsamer Nenner. So wie es im Christentum die Nächstenliebe, im Buddhismus die Erleuchtung und im Kapitalismus das Streben nach Reichtum ist. Wenn wir es genau nehmen, ist doch jede Sichtweise auf die Welt reine Glaubenssache. Dann wer kann in einer so komplexen Welt von Gewissheiten sprechen? Nur weil wir in einer angeblich aufgeklärten Welt leben, deren tiefste Mysterien auch noch nach hunderten Jahren der rationalen Betrachtung nicht endgültig gelöst werden konnten, heißt es nicht, dass Glauben keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. In den letzten Jahrhunderten dominierte der Glaube an den Kapitalismus und den Rationalismus. Dadurch, dass ein großer Teil der Menschheit diesen Glauben als einzige Wahrheit annahm, erschufen wir gemeinsam eine Welt, die nach den Glaubenssätzen dieses Dogmas funktionierte. Inzwischen stellen aber viele Menschen fest, dass diese Glaubenssätze für ihr Leben nicht mehr funktionieren. Denn im Kapitalismus gewinnt am Ende nur der, der sich über andere stellt und sich in der Hierarchie so weit wie möglich nach oben bringt. In einer Welt, in der die Güter begrenzt sind, wird es immer ein mehr oder weniger geben. Und das Dogma des Kapitalismus lebt von dem Glauben an Mangel und Begrenztheit. Am Ende schränkt dieser Glauben unsere schöpferischen Fähigkeiten ein. Denn wo wir glauben, dass nichts wirklich Neues erschaffen werden kann, begrenzen wir unsere Möglichkeiten der Kreativität enorm. Mein Anliegen war schon länger, das Thema Glaube einmal in Worte zu fassen, denn hier liegt meiner Meinung nach ein Schlüssel zur Entfaltung des wahren Potenzials der Menschheit. Der Glaube kann Berge versetzen, sagt man. Wenn dieses Sprichwort für eine Gesellschaft nicht nur ein dahergesagter Spruch wäre, sondern sich die Menschen der tiefen Wahrheit dieser Aussage bewusst wären, würden sich viele Probleme in dieser Welt von selbst lösen. Denn die Menschen würden begreifen, dass das Schicksal in ihrer Hand liegt. Der Glaube an den Rationalismus dagegen ist am Ende ein Glaube an die eigene Ohnmächtigkeit in einer Welt, in der man nur der Spielball der Wellen des Zufalls ist. Und wer könnte wohl ein Interesse daran haben, dass wir so etwas glauben? Wird es nicht langsam Zeit, sich einem neuen Glauben zuzuwenden? Ich rede hier nicht von Religion, wobei diese mitunter sehr guter Wegweiser sein kann, sondern von einer Macht, die allgegenwärtig ist und doch nur sehr selten gesehen wird. Nach so vielen Jahrhunderten der Polarisierung zwischen Arm und Reich müssen wir doch langsam verstanden haben, dass das alte Konzept nicht mehr funktioniert und wir etwas Neues entwickeln und durchsetzen sollten. Wir brauchen einen Glauben an Menschlichkeit, Nächstenliebe und Wahrheit. Und dieses Kind braucht noch nicht mal einen neuen Namen. Es braucht nur eine Rückbesinnung auf ethische Werte, die wir alle in uns tragen. Vielleicht ein neues Verständnis dessen, wer wir überhaupt sind. Und das tiefe innere Bewusstsein, dass der Glaube an diese inneren Werte tatsächlich Berge versetzen kann. In Trier, wo ich gerade herkomme, habe ich Menschen kennengelernt. Und das auch schon vor vielen Jahren. Über die ich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich sie einfach so liebe, wie sie sind. Sie haben alle ihre Ecken und Kanten. Doch genau deswegen und wegen der daraus resultierenden Individualität habe ich sie in mein Herz geschlossen. Schattenseiten hat jeder Mensch. Man sollte sich nicht zu sehr darauf fokussieren, denn die positiven Aspekte einer Person sind oft viel zahlreicher. Und es liegt an uns, das Gute in unseren Mitmenschen und in dieser Welt zu sehen, was er auch gerade sagte, ein bisschen mehr auf das Positive fokussieren. Viel zu oft nehmen wir uns die Kritik anderer Menschen zu sehr zu Herzen, lassen uns demütigen und unsere gesamte Persönlichkeit herabwürdigen, obwohl die Kritik nur einen Bruchteil unserer Persönlichkeit betraf. Viel zu oft waren es Menschen, die nur das Schlechte in der Welt und in ihren Mitmenschen gesehen haben oder glaubten zu sehen, weil sie nicht deren Vorstellungen entsprachen. Ein Zitat, ein Sprichwort. Es sind meist nicht die Dinge selbst, die schlecht sind, sondern nur die Art, wie wir darüber denken. Das schließt uns selbst genauso mit ein wie den Rest der Welt. Und hier beginnt für mich der Aktionismus. Hier kann jeder Einzelne wirklich etwas tun. Und betrachten wir uns einfach einmal alle in einem anderen Licht. Und machen wir uns einmal unsere Schokoladenseiten bewusst. Seht einmal eure Mitmenschen an und überlegt, was ihr an ihnen schätzt. Und dann sagt es ihnen auch vielleicht einfach einmal. Manchmal muss man die Welt gar nicht verändern. Manchmal geht es nur darum, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Der Blickwinkel auf sich selbst und auf die Welt um uns herum. Darauf hat jeder Einfluss.
Und das ist es, woran ich glaube. Ich weiß um die Schattenseiten, aber ich glaube an das Potenzial des Guten in jedem Menschen und ich will das überall sehen. Liebe ist die Antwort. Konsequentes, bedingungsloses Annehmen, das ist mein Glaube. Denn ich habe gesehen, dass dadurch Wunder möglich werden. Ich habe erlebt, dass Wut und Hass gegen Liebe nichts ausrichten können. Ich habe in den 30 Jahren meines Lebens gesehen, dass Liebe erschaffen, Wut, Neid und Gier aber nur zerstören können. Ich habe gesehen, dass Liebe heilen kann, was nur Wut, Neid und Gier an Wunden hinterlassen haben. Ich habe die Macht der Liebe erlebt. Und ich weiß, dass ein System, das versucht, die Liebe zwischen den Menschen auszulöschen, dies nur tut, weil es sich so sehr davor fürchtet. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.